Hallo Freunde, ja, also zurück zu der Weltpolitik. Und der Vorredner Zdeněk hat uns aufgeregt, hat uns wirklich versetzt in eine totale Panik, in welchem schlechten Zustand die Welt ist. Stimmt alles nicht, nein! Lesen wir noch österreichische Zeitung. Alle wollen jetzt die Hündin 50 retten. Ja, das ist das Thema. Eine Hündin sollte eingeschläfert werden, weil die Familie in eine kleinere Wohnung umzieht. Ja, das sind die Themen. Am gleichen Tag, als diese Nachricht gekommen ist, am Donnerstag, sind in Donetsk zwei Schüler getötet worden in der Klasse. Okay, die anderen Klassenkameraden wurden nur verletzt. Hat jemand von uns diese Nachricht in diesem Fernsehen oder in irgendeiner Zeitung gelesen? Ja oder nein? Hat jemand? Nein. Aber es gibt in der Welt schon ein bisschen Fortschritt. Die Sprecherin des State Departments in Washington hat diese Nachricht sogar erwähnt. Ja, man sollte dieses Ganze untersuchen, so wie bei dem Flugzeugabsturz, die Separatisten und Terroristen die eigene Schule selbst beschossen, also in diese Hoffnung etwa. Sie hat das aber nicht gesagt, sie hat nur gesagt, wirklich ganz neutral, man sollte diese, das ist, mein Gott, wir sind in Europa, richtig, ne? Da werden Schulen beschossen, nur ganz so, mir nichts, dir nichts, seit Monaten schon. Ja, wo sind wir? Wo ist diese deutsche Mutti Angela Merkel? Warum hat sie nicht protestiert gegen diese Bombardement, das seit Monaten schon da ist? Die Lage in der Ostukraine ist ganz klar. Also seit Mai steht die ukrainische Armee und die ukrainischen Freiwilligen und die Nationalgarde vor zwei großen Städten, Donetsk und Lugansk. Und beschießt aus allen Rohren, aus allen Raketen, auch jetzt, trotz Waffenstillstand, jeden Tag. Gut, einmal hat es eine Klasse getroffen, das war nicht das erste Mal. Das war am Donnerstag. Gestern ist wieder eine Klasse getroffen worden, Gott sei Dank keine Schwerverletzten. Ja, was ist noch passiert in der letzten Woche? Am Dienstag, Obama, die Wahlen, er hat das geerntet, was er sich verdient hat. Wir haben ihn vor 6 Jahren wirklich als seine Hoffnung betrachtet. Ich war damals längere Zeit on the East Coast und alle meine Freunde waren total begeistert für Obama. Was ist aus ihm geworden? Ja, Obama ist aus ihm geworden. Also jemand, der beim Begräbnis sich einfach irgendwo fotografiert mit Damen, mit anderen. Also wirklich, Obama war eigentlich nie ein Präsident. Er ist nur Sprecher von dem amerikanischen Machtzentrum. Und das Machtzentrum wird nie gewählt und hat sich nicht geändert vor 6 Jahren. Natürlich, es sind immer die gleichen einflussreichen Gruppen. Und Obama war ein sehr schwacher Präsident. Also wir werden sicherlich nicht nach ihm weinen. Ja, was ist noch Interessantes passiert? Oh, da gibt es eine schöne Nachricht. Man sieht unseren Außenminister Sebastian Kurz, wie er ein bisschen bedrängt lächelt, neben Generalsekretär der UNO, Ban Ki-moon, der war jetzt hier in Wien zu Besuch und er hat sich bedankt bei der australischen Regierung für die Ausrichtung dieser Konferenz. Also, das war natürlich, alle haben etwas geschluckt. Australische Regierung, wir sind doch in Wien. Ja, gut, Schuld ist die Außenpolitik dieses Landes. Weil der Kurz hat natürlich nichts anderes gesagt als der australische Außenminister. Deshalb, das ist absolut verwechselbar. Ist es Dienstag, sind wir in Canberra, ist es Mittwoch, sind wir in Wien. Man hört immer das Gleiche. Also überhaupt kein Unterschied. Ja. Was gibt es noch Lustiges? In der Ukraine
Hat jemand die Ergebnisse der Wahl vor jetzt schon fast zwei Wochen irgendwo gehört oder gelesen? Oder also, wie ist die Parlamentswahl in der Ukraine? Welche Ergebnisse, welche Resultate? Hat das jemand gesehen? Natürlich nicht. Es gibt keine offiziellen Ergebnisse. Es fehlen immer noch Auszählungen aus verschiedenen Wahlkreisen. Der Grund ist meistens der, in dem jeweiligen Wahlkreis hat der Mann von Kolomoyski anscheinend verloren und so sind ja, 20, 30 bewaffnete Männer vor der Wahlkommission erschienen und ja, das war es mit den Wahlzetteln. Also, es gibt keine Ergebnisse der Ukraine-Wahl. Aber man ahnt ungefähr, dass der Poroschenko, der Präsident, verloren hat. Er wollte wirklich siegen mit einem Vorsprung 30% und die anderen um 10%. Und der Poroschenko ist sicherlich nicht der Falke. Aber das war sein Fehler, dass er diese Wahlen überhaupt... Es war seine Entscheidung. Er hätte ganz ruhig noch 2 Jahre warten können und in der heutigen Rada, also Parlament, waren, sag mal so, die Faschisten und Nationalisten eher in Minderheit. In der neuen werden sie als Verbündete von Jasenjuk, und Jasenjuk ist natürlich ein Falke. Er ist der Mann der Amerikaner. Ja, die Ukraine, die Front ist stabil, sprich, ja, es bewegt sich so vielleicht 1 Kilometer in einer Woche nach links oder dann wieder nach rechts. Die Front verläuft genau in der Mitte dieser Provinzen Lugansk und Donetsk, die sich eigentlich für unabhängig erklärt haben. Ja, diese Front ist natürlich nicht stabil für den Winter. Also in der Ukraine sind die Winter meistens etwas streng. Man wird nicht in Schützengräben bis Mai ausharren. Anders gesagt, es wird was passieren in kommenden Tagen. Es muss was passieren, also eine Offensive, entweder von der ukrainischen Seite oder von der Seite der Rebellen. Und dann wird sich alles bewegen. In welcher Richtung, das kann man natürlich nicht sagen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke.